eine große Menge von Bildern. Ich bin ja eigentlich in drei Konzentrationslager gewesen, in Silein, in Sered und in Sachsenhausen. Und das schlimmste Konzentrationslager war eigentlich in Sered, aber auch in Sachsenhausen. Besonders hat sich in mein Gewissen eingeprägt die schrecklichen Nächte in Sachsenhausen, dass die SS-Leute gekommen sind und ich war im Jugendblock und die haben einige Nummern herausgerufen und die Häftlinge, die jungen Häftlinge müssen herauskommen vom Bett und wurden irgendwo hingebracht und wir wissen bis zum heutigen Tag nicht wohin. Und die wurden für verschiedene Experimente, medizinische Experimente und da habe ich wirklich schrecklich Angst gehabt. Und also das war eine sehr traurige Erfahrung. Dann war der Appellplatz in Sachsenhausen. Man hat uns um 6 Uhr mussten wir aufstehen und wir mussten verschiedene Übungen machen, Kniebeugel und Mützen ab, einfach nur Dressur. Und wir waren ausgehungert, wir haben überhaupt kein normales Essen bekommen und die Toiletten, das war auch schrecklich. Also die verschiedenen Konzentrationslager, das war eine sehr traurige Erfahrung. Selbstverständlich, die schlimmste Erfahrung war vom 23. April 1945, als man uns kommandiert hat zum Todesmarsch. Und so, das ist schon aber nicht, denn Sie fragen über Konzentrationslager. Dann war ein schrecklicher Mensch in Sered, der hat Franz oder Ferenc auf Ungarisch geheißen, der hat die Menschen einfach geplagt, die hat ausgerufen, auf Podium, da in der Schule war das, was für ein Beruf bist du? Der hat gesagt, ich bin ein Kinderarzt gewesen. Du hast unsere Kinder getötet. Der andere, ich bin ein Lehrer. Ach, du hast unsere Kinder vergiftet. Also das war schrecklich und ich bin da immer gesessen als unauffällig, weil ich war sehr dünn. Ich hatte nur solche nicht so Augenbläser wie heute. Und ich hatte Glück, dass ich eigentlich in den drei Konzentrationslagern nicht einmal einen einzigen Hieb bekommen habe. Aber das war wirklich sehr eine große Ausnahme, weil Menschen wurden geprügelt. Und dann das Schrecklichste war neben dem Revier, weil mein Bruder ist ein Doktor der Biochemie und der hat schon Injektionen damals gegeben, den Ärzten, es war ein Revier, hat man ein Spital genannt. Und da habe ich gesehen einen ganz großen Wagen vollgeladen mit Leichen. Und diese Leichen haben noch die Hände bewegt und herauf. Und ich bin so gestanden und das habe ich gesehen. Und das hat mich schrecklich erschüttert, selbstverständlich. Die sind von irgendwo gekommen, ich weiß nicht von wo, nach Sachsenhausen. Also ich glaube, dass Deutschland hat aus der Geschichte sehr gelernt. Ich würde sagen, dass in Europa gibt es nicht ein Volk, das so viel aus der Geschichte gelernt hat. Man muss aber auch zugeben, dass eigentlich die Initiatoren dieses ganzen Verbrechens und dieser schrecklichen Sache stammt ja aus Deutschland und aus dem Nationalsozialismus, Faschismus, italienischer Art und alle. Aber Deutschland hat... Wir müssen uns nur vergewissern, wenn wir denken über die verschiedenen Bundeskanzler, angefangen mit, ich weiß schon nicht jetzt, wie die alle geheißen haben, aber alle waren außerordentlich Anti-Nazi und alle waren eigentlich außerordentlich sympathisch zum Judenproblem. Und wir wissen doch, dass die Bundeskanzlerin jetzt, wie heißt sie? Die Bundeskanzlerin.
Angela Merkel. Angela Merkel hat doch gesagt, dass wir, Deutschland ist Raison, das Staatsraison Israel, und dass man muss Israel verteidigen, und wir haben eine moralische Verpflichtung gegenüber den Juden, weil die Juden haben sehr viel deutsche Juden, die eigentlich sehr deutsch waren, und die haben sich sehr gefühlt als Deutsche, und 12.000 Juden sind gefallen im Ersten Weltkrieg. Und da würde ich sagen, dass Deutschland, wenn ich vergleiche es mit Polen oder mit Ungarn oder mit der Slowakei oder mit Ukraine oder mit Russland, Deutschland ist wirklich ein Vorbild. Und darum bin ich auch, fühle ich mich hier in Tirschenreuth ein bisschen mehr zu Hause, weil wir haben ja auch sehr viele Freunde in Tirschenreuth und in Weiden. Und für mich war das einfach nicht ganz leicht, hier zu leben am Anfang. Aber dann hat sich das alles gegeben, weil wir so viele Freunde haben. Die heutige Jugend ist überhaupt nicht schuld, was geschah. Aber sie ist verpflichtet, sich zu bemühen, dass sowas niemals passiert. Und dazu benötigt man sehr vieles pädagogisches Wissen für die Lehrer. Das Allerwichtigste ist die Erziehung, die Lehrer und die Museen und die Gedenkstätte. Man muss neue Methoden finden, dass man nicht sagen soll, wir müssen damit aufhören, weil die Sudetendeutschen, die Vertriebenen, die 15 Millionen, oder diejenigen, die ermordet wurden oder in Dresden in der Nacht von dem Bombardement, oder die, wie ich schon gesagt habe, die 15 Millionen Vertriebenen, die würden sich auch nicht freuen, wenn man sagen würde, wir wollen schon davon nichts hören. Also ich glaube, dass ich bin nicht ein Mensch, der die anderen Menschen oder Deutschland plagen möchte. Aber vergessen darf man, und 70 Jahre ist eigentlich noch nicht so was Schreckliches, dass man das schon ganz vergessen soll und ad acta legen. Das wäre unmoralisch, weil Deutschland eben ein Vorbild ist in Europa und in der Welt, in puncto Demokratie, und darum sind wir verpflichtet, und ich schätze sehr Ihre Organisation, wie heißt die? Der Kreisjugendring, dass ich hier eingeladen bin, und ich bin sehr dankbar, dass ich über meine Lebenserfahrungen in diesen schrecklichen Zeiten sprechen kann. Und ich bin einer der Mohikaner, der Ältesten, sozusagen noch der Letzten, die noch übrig geblieben bin, die noch direkt sprechen können über die schrecklichen Sachen. Ja, das ist sehr schwierig. Jeder sieht das anders. Ich zum Beispiel habe Angst, dass viele Flüchtlinge, die jetzt aus Syrien kommen, die indoktriniert waren gegen Israel und gegen das Judentum, dass die könnten dann, wenn es dann eine große Menge da sein werden, die könnten dann auch antijüdische Exzesse und angreifen. Aber ich glaube, es wäre eine wunderbare Sache, wenn Deutschland die Fähigkeit besitzen könnte, diese Menschen umzuschulen und sie zu Demokraten machen, und damit sie dann, wenn sie zurückkommen in ihre Heimat, dass sie dann diese schrecklich feindliche Einstellung gegen Israel ein bisschen eliminieren, ein bisschen schwächen. Und darum glaube ich, dass man soll, es war ein großer Fehler, die Menschen hineinzulassen, ohne zu prüfen, wer ist. Das war naiv. Aber Deutschland hat das sehr gut gemeint. Aber wenn man das vergleicht mit den Verfolgungen der Juden vor 70 Jahren, um uns hat sich niemand geschert, wir waren nicht aufgenommen, es war auch selbstverständlich viel gefährlicher, weil damals war doch die Nazizeit und die Menschen wurden, und Ausnahmen waren sehr wenige, und wir wissen, dass die Menschheit, die Welt hat sich um die Juden überhaupt nicht, Amerika hat sich nicht geschert, der Papst hat sich nicht geschert,
Und darum ist es, man muss vorsichtig sein, wenn man Menschen aus einem Land hineinbringt, die keine demokratische Erfahrungen haben. Erstens bin ich ein Typ, der überhaupt nicht Angst hat. Nietzsche hat einmal gesagt, die Juden sind die stärkste Rasse Europas in 1880. Aber selbstverständlich ist das nicht erfreulich, weil ich erinnere mich noch auf die 39er Jahre, als der Pogrom war, wo man die Synagogen zerstört hat. Selbstverständlich könnte noch einmal das sowas passieren, auch in der Zukunft. Die AfD, da bin ich schon sehr erschrocken, weil jetzt könnten die Stimmen von der CDU und der CSU zu der AfD kommen und dann könnte sich der Faschismus ein bisschen ausbreiten in Deutschland. Und das ist selbstverständlich beängstigend.